Aber warum glauben die revolutionären Linken nicht den Wirtschaftsautoren? Sie glauben denen grundsätzlich nichts. Aber man muss zwischen den Zeilen lesen können. Klar, wenn regierungsfreundliche Zeitungen große Erfolge feiern, dann ist Skepsis angesagt. Aber wenn Sie die Regierungsarbeit gegen die Wand fahren sehen, dann hat das einen sehr realen Hintergrund. Aber noch klarer ist das bei den unabhängigen Zeitungen wie Telepolis, Russia Today oder den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Auch bei unabhängigen Börsenautoren ist ein Wahrheitsgehalt gegeben, denn sie wollen für ihre Kunden nur gute Voraussagen machen, sonst würden sie ja nicht mehr gekauft werden, sonst würden sie ja nicht mehr gelesen werden. Natürlich haben sie keine Ahnung davon, wie das nächste System ausschaut, der Sozialismus. Aber die Ignoranz bei den revolutionären Linken geht so weit, dass sie meist das Kapital gar nicht verstehen und wenn, sie gar nicht auf dem Laufenden sind. Bei Marx 21 fand ich einen Artikel von Thomas Walter, Zitat, immer noch aktuell, Marx Krisentheorie. Link 1. Na, haben Sie wieder einen gefunden, der was vom Kapital versteht. Oder doch nicht? Er schreibt, Zitat, dabei scheint etwa ab 1982 eine Stabilisierung eingetreten, ohne dass deshalb aber der Kapitalismus zu seiner alten Dynamik der Nachkriegszeit zurückkehren konnte. Zitat Ende. Also mit dem Genscher-Putsch sei dann gerade bei Kohl eine Stabilisierung eingetreten. Das Gegenteil ist passiert. Seit 1982 ist der Reallohn stehen geblieben, hat sich nicht mehr erhöht. Und dann nimmt er noch die Daten für die Profitrate vom IWF und der OECD, also gerade von den größten Arbeiterfeinden. Zitat: Die Daten für solche Berechnungen stammen von der Weltorganisation wie dem Internationalen Währungsfonds, IWF und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Zitat Ende. Da fügt er ein Diagramm hinzu, wo die Profitrate von 1981 bis 1995 von 20 auf 12% gefallen ist. Also er ist ja noch in den 1980er Jahren. Wo haben die den dann aufgetrieben? Etwa beim Verfassungsschutz? Nein, nein. 1993 stand die Profitrate nach Robert Brenner im verarbeitenden Gewerbe bei 3,5%, also schon beim Kapitalmarktzins. Für den Gewinn ist da nichts übrig. In 1995 erzielten die Konzerne nach Oskar Lafontaine 90% ihrer Gewinne aus ihren Aktienpaketen. Ab Anfang 2000 waren das im Wesentlichen nur noch Rohstoffaktien, T-Calls, Billiglohnländer, Derivate oder andere Zuckerpapiere, Hedgefonds und Wetten mit Nahrungsmitteln. 2008 war aber auch damit Schluss und die EZB ging dazu über, den Staaten, Banken und Konzernen Anleihen für 0% Zinssatz zu geben. Nur für das Versprechen, das irgendwann zurückzuzahlen. Es sind praktisch Kredite für die Staaten, Banken und Konzerne für lau. Nichts. Karl Marx nennt das fiktives Kapital. Die Welt heute besteht nur noch aus Statistikfälschungen und Scheinkapital. Vergleiche das Video Norbert Renkler, die große Entwertung,
bei 6,0 Minuten. Link 2. Nun kommen zwei Zentristen. Mit Robert Miesig hatte ich mich ja auch schon in meinem letzten Artikel auseinandergesetzt. Link 3. Er wollte den revolutionären Reformismus einführen, also letztlich den Kapitalismus behalten, nur in einer Liebenform. Das Ähnliche sagt Elmar Altvater, nur nicht in der primitiven Form. Er drückt sich etwas eleganter aus. Er ist 2007 in die Linke eingetreten und sagt in einem Interview mit der Zeit, Zitat, es wird Zeit, sich etwas Neues auszudenken. Link 4. Er stellt sich etwas vor wie Ecuador, wie Bolivien oder Venezuela. Auf alle Fälle keine Räterepublik, wie die Pariser Kommune, auf die Karl Marx ein Schwergewicht legt. Da bin ich bis jetzt von den Krech-Autoren der einzigste Räterepublik-Vertreter. Also der einzigste Krech-Prophet mit einer demokratischen, machbaren Alternative in der Welt. Irgendwie beschämt. Aber es gibt über 1 Million Wähler in Vorwahlen in Argentinien, die darauf abzielen. In meinem Buch Rosa Luxemburg, die Grenzen des Marktes und die Todesuckung des Kapitalismus, beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Überproduktion im Produktionsmittelbereich, im Gegensatz zu dem Überschuss im Konsummittelbereich lässt sich dieser Überschuss nicht mehr übertragen. Und das führte 2008/2009 zu einem BIP-Einbruch von weltweit von 5 bis 7%. Die südeuropäischen Staaten haben sich bis heute noch nicht davon erholt. 2017 trägt die Summe aller weltweiten Schulden das 20- bis 40-fache vom Bruttoinlandsprodukt. Alles gehebelt, gestreckt und verbrieft. Die Staatsanleihen werden noch für 0% Zinsen von den Menschen gekauft, weil sie davon ausgehen, dass der deutsche Staat sie zurückkaufen wird. Sollte aber dieser Glaube weg sein, bricht alles zehnfach so stark ein wie 2008. Ein weltweites Bruttoinlandsproduktminus von 50% wie 1932. Oder die italienischen Banken brechen ein. Immer mehr amerikanische Studentenkredite können nicht zurückbezahlt werden. Der Preis der chinesischen Wohnung fällt. Oder Draghi bekommt kalte Füße und eine Bank nach der anderen kracht ein. Alle Schuldenbanken, Schuldenstaaten und Schuldenkonzerne fallen wie die Dominosteine. Löhne und Renten werden um die Hälfte gekürzt und der Strom fällt aus. Aus deinem Wasserhahn kommt nur noch eine braune Brühe. Dein Lohn, wenn du ihn überhaupt noch bekommst, kannst du dir in Wäschekörben abholen. Alle Supermärkte sind leergeplündert. Meinst du nicht, dass es dann besser wäre? Wir alle haben unsere Betriebe besetzt und wechseln den Staat von einer Illusionsdemokratie in eine basisdemokratische Räterepublik um.